Hallo ihr Lieben, nach einer kurzen Pause, weil bei mir gerade unfassbar viel los ist, jetzt aber mal ein schneller Blick auf die Energien für dieses Wochenende. Das Wochenende 9., 10. November sind wir ja schon angekommen. Lass uns doch mal schauen, was die Karten uns für dieses Wochenende sagen möchten, was hier so los ist. Und das Thema dieses Wochenendes ist, hab einfach Spaß, genieß dein Leben, genieß die Zeit, lass dich mal auch so ein paar kindliche Albernheiten ein, ja. Also vielleicht ist in deiner Region schon der erste Weihnachtsmarkt offen. Da gibt es ja schon einige Orte, wo das der Fall ist. Oder es gibt sonst irgendwelche Vergnügungsorte, einen Vergnügungspark, eine Kirmes zum Beispiel, ja, irgendwelche Feste. Vielleicht machst du auch selber ein Fest in deinem Garten mit, lädst ein paar liebe Menschen ein und ihr habt einfach schöne Musik, schönes Essen, aber es geht vor allem um Jubel, Trubel, Heiterkeit an, um Spaß, um Lebensfreude und das Leben nicht ganz so ernst nehmen. Einfach um eine gute Zeit, die man haben kann. Und ja, das ist doch schon mal eine super schöne Botschaft für dieses Wochenende. Lass uns mal näher reinschauen, was das Tarot uns noch sagen möchte. Und wie immer, wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich hier heute benutze, dann schau in die Infobox unter diesem Video rein. Und dort findest du auch den Anmelde-Link zu einem ganz, ganz, ganz tollen Kongress. Also jetzt muss ich die Kamera doch nochmal hochmachen, weil ich sag mal, ich bin ja bei vielen Kongressen dabei. Und die sind irgendwie alle toll. Und dann gibt es die Außergewöhnlichen. Dann gibt es die, wo ein Interview und ich werde viel interviewt und irgendwie gibt es keine Fragen, die mir nicht schon gestellt worden sind. Aber dann gibt es die Ausnahmen von der Regel. Dann gibt es diese besonderen Momente, diese magischen Gespräche. Und im Aufbruch in dein Leben Kongress war das so ein Moment. Also die Interviewerin, die Nina, wow. Es war einfach wow. Es war so magisch, dass ich dich wirklich von Herzen einladen möchte in den Aufbruch in dein Leben Kongress, der geht jetzt am 9. November los, geht bis zum 17. November. Und wenn du dir nichts weiter anschaust, außer unser Interview, es war einfach irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war es sehr besonders, hat sich sehr besonders angefühlt. Aber ich gehe davon aus, wenn unser Interview so war, dann werden die alle so geil sein. Also melde dich da an, kostenfreier Anmelde-Link hier unten in der Infobox. So, dann schauen wir rein, was uns die Karten sagen möchten für dieses Wochenende. Zwei der Stäbe. Folge deinen Träumen. Erlaube dir die Verrücktheit. Erlaube dir die Wildheit. Erlaube dir die Ausreden, die verhindern möchten, dass du ein großartiges Leben hast, nicht länger zu benutzen. Nur wir haben immer die Wahl, ob wir in die eine oder in die andere Richtung gehen. Die Frage ist halt, trauen wir uns wirklich für unsere Träume zu gehen? Und das kann sowas sein wie, ich erlaube mir mal ein verrücktes Wochenende, wo ich mal nicht Dienst nach Vorschrift mache, was immer das ist, wo ich mal 5 gerade sein lasse, wo ich vielleicht mal mich nicht hinsetze und pauke, pauke, pauke oder den Haushalt schmeiße oder ich muss doch noch die Wäsche waschen und ich muss doch noch die Fenster putzen und ich müsste doch jetzt mal dieses und jenes machen, sondern nee, drauf geschissen, wie man so schön sagt. Was würdest du am liebsten tun? Vielleicht mit einem Buch faul auf dem Sofa liegen. Ja, vielleicht was Verrücktes machen mit deinen Lieben, mit deinen Freunden, wo du eigentlich keine Zeit dafür hast, aber Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Nimm dir mal wieder Zeit für das, wonach es dich eigentlich sehnst, wo du vielleicht dich selber immer hinten angestellt hast und genau das darf jetzt transformiert werden. Und wir sehen ja auch nochmal die Leichtigkeit der Schmetterlinge hier auf der Todeskarte. Und die Todeskarte ist eben nicht so ernst, wie man sie gerne einordnen möchte. Hier stirbt auch keiner in den seltensten Fällen, sondern es geht darum, von diesem alten engen loszulassen, diesem engen eingeschnürten korsettartigen Leben, was eben auch düster und grau ist, und wieder die Farbe, die Leichtigkeit, die Freude in dein Leben zu bringen. Ja, genau das machen wir ja auch im Soul Communicator, der im Januar startet. Meinem Jahresprogramm für 2025. Meld dich da noch an, bevor die Preise steigen. Ich habe ja gesagt, wenn die Bäume die Blätter verlieren, dann steigt der Preis und sie fangen schon an. Also melde dich jetzt noch an, wenn du 2025 mit mir verbringen möchtest, auf deiner Reise zur Stimme deiner Seele, zu deiner eigenen Intuition. Und hier haben wir es nochmal. Oh mein Gott, du kriegst dieses Wochenende wirklich die Joker-Karte, den absoluten Joker zu deinen Träumen. Also folge bitte dem inneren Ruf deiner Seele.
Nicht nur rein in den Soul Communicator, sondern vor allem rein in das, was du dir sonst nicht erlaubst. Eben, wie gesagt, einfach mal faul auf dem Sofa rumliegen und ein Buch lesen. Oder ein ganzes Wochenende lang vom Bett aus irgendwelche Filme suchten, irgendwelche Liebesschmanzotten suchten oder was auch immer. Oder eben zu sagen, hey, weißt du was, die Wohnung sieht aus wie Sau, na und, ich lade trotzdem meine Freunde ein und wir machen uns eine schöne Zeit. Und ich putze nicht vorher, es sind meine Freunde, da wird sich keiner dran stören. Du wirst dich vielleicht dran stören, aber deinen Freunden ist es egal. Die kommen, weil sie Zeit mit dir verbringen möchten. Ja, oder eigentlich möchte ich dieses, jenes, welches erledigen und die Bügelwäsche machen, aber am allerliebsten würde ich irgendwie ausgehen und in ein schönes Restaurant gehen oder halt was Cooles erleben, auf die Kirmes gehen. Also es darf schon so ein bisschen trubelig sein und hier kriegst du die Erlaubnis mit der Wildcard und der 8 der Stäbe, die ihm auch sagt, geh in den Kontakt, geh in den Austausch, meinetwegen hab ein Date, melde dich auf einer Internet-Dating-Plattform an. Ja, wenn du sagst, oh, ich will den Herbst nicht alleine verbringen, den Winter, ist jetzt der ideale Zeitpunkt dazu, rauszugehen, Spaß zu haben und dich dem hinzugeben, wonach du dich innerlich wirklich sehnst, auch wenn du sagst, keine Zeit, kein Dings, kein das, kein da, da, da. Nee. Nee. Die Ausrede zählt nicht. Oder dieses, das heißt Ausrede, ist ja keine Ausrede. Es ist dieser Druck, funktionieren zu müssen. Und ich kann doch nicht. Wo kämen wir denn dahin? Das Leben ist ja kein Ponyhof. Ja, aber was, wenn doch? Also Spiel, Spaß und Freude an diesem Wochenende ist das, was uns ja, die Karten angedeihen lassen. So, was haben wir als abschließende Botschaft? Ja, aber auch nochmal, ja, nimm mal Tempo raus, mach mal langsam, du musst dich nicht jetzt um alles kümmern. Du musst nicht alles im Griff haben, du musst dich jetzt nicht um alles kümmern, du musst nicht deine ganze To-Do-Liste abarbeiten. Leg mal die Beine hoch, hab mal Spaß, mach mal nichts. Ja, so, also hier haben wir auch nochmal den Hinweis dazu. Was du aber machen kannst, hier nochmal der Hinweis, melde dich an in den Aufbruch in dein Leben-Kongress. Das ist ein Kongress, der die Reise in deine Selbstständigkeit begleitet, wenn das ein Thema für dich ist oder du vielleicht auch gerade gestartet hast, vor längerem, kürzeren, überschaubaren Zeitraum in deine Selbstständigkeit und vielleicht dann noch alles so ein bisschen unstrukturiert ist. Ist das dein Kongress? Melde dich an. Er geht jetzt am 9. los und geht bis zum 17. Kostenfreie Anmeldung. Link hier unten drunter. Und auch der Link in mein Soul Communicator Programm für 2025. Melde dich an, bevor der Preis steigt. Und lass uns das neue Jahr zusammen verbringen. Ich wünsche uns allen ein tolles Wochenende und bis bald. Dein Denise.